gefunden. Wir kommen ins echte Fernsehen. Und die Sendung heißt Echt Gold. Finde ich schon mal für den super Titel. Ja, so wie wir eben sind. Echt Gold. Und zwar heißt es natürlich deshalb Echt Gold, weil es in diesen neuen Sender kommt. Ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt. Es gibt Sat.1 und es gibt Sat.1 Gold für die fortgeschrittene Frau. Für uns und andere fortgeschrittene Frauen. Also, Michaela hat einen Anruf gekriegt, ob wir das denn gerne machen würden. Klar, machen wir das gerne. Jetzt hatten wir heute also unseren Drehtag und wir mussten dahin gehen und dorthin gehen und so rumdrehen und andersrum drehen und uns nochmal angucken. Das wird total lustig. Also erstmal war der Dreh ganz lustig, es sah also ganz stimmig aus. Man kann ja da bei den elektronischen Kameras neben immer so ein bisschen gucken. Und ja, in jedem Fall haben wir halt erstmal das zum Programm gehörende Vorstellvideo gefilmt. Und die Kamera läuft. Ich stelle jetzt auch mal eine Frage. Also eigentlich ist es klar, aber es gibt ja wahrscheinlich noch einen anderen Unterschied. Was ist denn der Unterschied beim Schminken? Also worauf muss eine Frau achten, die 20 ist und worauf eine, die über 40 ist? Wenn eine Frau älter wird, dann wird die Haut lockerer. Und gerade im Bereich der Augen findet das keine Frau schön. Wenn man dann mit den verkehrten Produkten hier gerade im Bereich der Augen dran geht, dann kommt diese ganze Misere noch viel, viel schlimmer heraus. Und dafür gibt es so kleine Grundregeln, die wir dann vermitteln. Manchmal denkt die Frau halt auch, ich muss was tun und es ist ein bisschen... Martina hat kein schönes Licht. Ja, sorry so, ja. Beweg dich mal. Nee, Costa bleibt da unten. Beweg dich nochmal was nach rechts. Ach so. Das ist viel besser. Also ich sitze ein Stück weiter vorne. Ich fange jetzt bei Martina groß an, dann kriegst du es nämlich geschnitten. Genau. Da stehen wir uns also gut schon in die Frage. Genau. Die Kamera läuft. Was der Unterschied ist zwischen einer 20-Jährigen und einer 40-Jährigen, also was das Schminken angeht. Es ist einfach. Es gibt Phasen, da kommt man dann so ein bisschen aus der Übung, weil man es nicht macht. Ich habe mich auch phasenweise nicht geschminkt und wenn man es dann wieder anfängt, dann ist das handwerklich einfach problematisch. Und man muss es wieder lernen und man muss es wieder üben. Und durch die Falten und die Hautfalten, ja, das Linien, die wir dann halt haben, wenn man da das Verkehrte macht, dann betont man die. Und darum geht es ja nicht. Und manchmal denken dann Frauen, wenn sie ordentlich was ins Gesicht machen, dann überdecken sie es. Dabei erreichen sie damit genau das Gegenteil. Das ist manchmal auch eine Geschmacksfrage, aber manchmal ist es halt auch wirklich besser. Man geht einfach ein bisschen zurück. Martina, du hast mir vorhin noch was erzählt. Also das Problem jeder Frau, die denkt dann, okay, ich kaufe mir eine Frauenzeitschrift und ich gucke da mal. Und da sind ja so viele Schminktipps drin und irgendwie funktioniert es nicht. Wie war das bei dir? Also es ist oft so, dass ich die auch mitbringe, damit zu Michaela gehen und sage, guck, wir schminken uns jetzt das mal nach. Abgesehen davon gibt es ja auch im Internet unglaublich viele Schminkvideos, wo ich dann auch sage, lass uns das mal nachmachen, ob das Ü40 funktioniert. Und es funktioniert immer irgendwas. Es funktioniert ganz selten, so wie es da steht. Es fehlen auch manchmal einfach so Zwischenschritte oder so. Also manche Erklärungen fehlen einfach. Und dadurch, dass ich ja so das lebendige Versuchskaninchen bin und das an mir selber halt ausprobiere und an meine Grenzen stoße, erlebe ich eben das, was jede andere Frau auch vom Spiegel erlebt, wenn sie sowas nachmachen möchte. Und ich bin dann sage ich, oh, nee, das bloß nicht. Guck mal, wenn du da so ein ganz kleines bisschen und... Es ist so einfach. Das ist wirklich simpel. Also es ist auch so, weniger ist mehr. Das ist schon mal ganz grundsätzlich. Und es gibt aber auch so wahnsinnig viele Produkte. Und auch allein die Unterschiede zwischen Make-up und Cream-Make-up und Baby-Cream und Puder so und permanent und... Ach du meine Güte. Ne? Und Glanzglitzer, matt und... Also was ist... Ach du lieber Gott. Ein Universum. Kann eine Frau über 40 alles ausprobieren? Oder also probiert ihr dann auch alles? Ja. Ausprobieren kann man alles. Nur der Blick in den Spiegel wird dann ganz, ganz oft ein Ergebnis erzielen. Oh nee, das will ich auf gar keinen Fall. Oder warum kommt das jetzt so intensiv bei mir raus? Das habe ich doch vorher nicht gesehen. Warum sieht das jetzt schlimmer aus als vorher? Und dafür probieren wir wirklich alles aus, was es so querbeet gibt. Es ist aber auch so, wenn man dann zum Beispiel so ein frisches Frühjahrs-Make-up vorstellt, dann sehe ich im Heft, dass die Mädels sich orange und hellgrün oder sowas schminken. Haben wir ausprobiert und es gibt
Möglichkeit, sogar das zu machen. Na, man darf natürlich dann nicht wie so ein Papagei sich das Grün und das Orange ins Gesicht schmieren. Aber wenn man so die Grundregeln, die wir ja dann vorstellen vor der Kamera, beachtet, dann geht selbst das. Also, dass es halt einfach nur ein Akzent ist statt die Masse. Ne? Das Zauberwort ist matt. In dem Moment, wenn die Farbe matt ist, sieht die Haut wesentlich glatter aus, weil keine Lichtreflexion da ist, die ein Hochtiefgefälle noch unterstützen wird. Und aus diesem Grund habe ich dann letztendlich auch meine eigene Produktlinie kreiert, weil da ist alles matt und ist für uns gedacht und damit sieht es dann wesentlich besser aus. Das ist idiotensicher. Ja, ich nenne es, ist aber was dran, ne? Simplifiziert. Ja. Und dann ging es darum, dass die wollten, dass wir so wie bei Mami eben auch einen Schminktipp machen. Genau in dem Duktus, möglichst ungeschnitten, möglichst locker, wie wir nun mal sind. Und ihr setzt euch hin. Das Ding noch hinkriegen, Sekunde, so, ein bisschen hoch. So, guck. Schauen Sie mal da. Vielleicht noch so ein bisschen hier über Pinsel und den Pinsel und los geht's. Los geht's. Das ist super. Moment, den Pinsel da nochmal so reinhalten. Okay, und weg. Hallo. Heute erzählt es uns um Business. Genau. Hier und da und dort und das, was wir sonst so machen. Das Verrückte an dem Dreh war, wir haben es so gemacht wie immer, aber es war irgendwie anders, oder? So. Ja. Ja, aber also ich muss gestehen, wir haben 2 Durchläufe gemacht. Komm. Was wir sonst nicht machen. Wir nie machen, aber weil der erste war so, war so komisch, ne? Mhm. Und dann. Müssen wir, weil man ja doch denkt, sind wir in echten Fernsehen, vielleicht müssen wir es ja doch anders machen. Ne? Nee. Haben wir dann ganz schnell gemerkt, dass das nicht ging und das war auch überhaupt kein Problem, das dann nochmal zu machen. Ich bin aber gespannt, was ihr dazu sagt. Mhm. Der Sendetermin ist in der Woche vom 22. April. Mhm. Die Sendung heißt Echt Gold, ist auf dem Nachmittag, hat einen Schwerpunkt, der jeden Tag wechselt und einer davon ist eben Schönheit. Mhm. Und dann kommt das eben nachmittags um 5 und für diejenigen, die nachmittags um 5 nicht Fernsehen gucken können, die können sie vielleicht morgens um 5, denn da kommen wir auch. Ja, am nächsten Tag kommen das dann im Frühstücksfernsehen. Wird das übernommen. Das heißt, irgendeiner wird uns sehen und ich bin ja mal gespannt auf die Reaktionen. Ja, ist schon witzig, ne? So, boah, ein paar mehr als auf YouTube sind sie ja dann doch. Ne? Meinst du? Ich glaube schon. Ihr habt jetzt nur die Aufgabe, euch da durchzufrickeln. Wie bekommt ihr diesen Sendeplatz in euren Fernseher eingespeichert? Martina hat gesagt, sie hat es mit dem normalen Sendesuchlauf gemacht, richtig? Ja. Ich habe es noch nicht probiert. Ich habe da einen sehr speziellen Fernseher. Aber wenn man dann im Internet Sat1 Gold aufschlägt, sag ich mal, dann wird beschrieben, was man machen muss, um diesen Sender empfangen zu können. Und da müsst ihr euch einfach ein bisschen durchwuseln. Das gehört zu dem Leben heute dazu. Und gebt dem Sender eine Chance. Er ist neu. Er ist für alle Ü40. Ja, ist für uns. Das müssen wir nehmen. Da bin ich echt mal gespannt, wer da so auftritt und wie nah das an uns dran ist. Also ich gucke mir das schon. Wir geben unser Bestes. Go for gold. Go for gold, genau. Also, viel Spaß beim Gucken. Und bitte, bitte, bitte beschreibt uns, wie ihr uns gefunden habt. Das wird uns natürlich wahnsinnig freuen. Gell? Also, bis zur nächsten Sendung. Mami wächst. Und wir heißen Martina und Michaela. Also wir heißen nicht Mami. Ne?